Ich bin Dirk Feistau, ich bin 26 Jahre und ich arbeite an der Hochschule Anhalt als Chemielaborant. Ja, und ich wohne schon immer hier in Besenstedt. Ich habe meine Ausbildung in Bitterfeld gemacht und dachte mir, okay, die Stadt ist halt nicht wirklich was für dich. Von daher bin ich wieder zurück aufs Dorf und ich bin sehr froh, dass ich wieder hier bin. Ja, also im Endeffekt hat es angefangen, dass wir zum Ortschaftsrat eingeladen wurden. Und jeder hat halt seine Ideen gepräsentiert. Und da ich in meiner Freizeit gerne geocachen gehe, war es dann so, dass ich mir gesagt habe, okay, vielleicht könnte man ja einen Geocache mit der Historie von Besenstedt verbinden. Dass man sozusagen von Station zu Station gehen könnte und sich dort halt die Historie von Besenstedt angucken könnte. Ja, und das habe ich halt geäußert und da waren alle so begeistert, dass sie gesagt haben, okay, klar, bereite das mal vor. Und dann habe ich das vorbereitet, habe das dann ausgearbeitet und haben gesagt, klar, wir finanzieren das, wir unterstützen das und so war sozusagen meine Motivation. Und natürlich, weil ich selbst die Geschichte von Besenstedt sehr interessant fand und umso mehr ich recherchiert habe, umso interessanter wurde es dann auch. Ja, also vor allem der Touristenmagnet Nummer 1 ist bei uns das Schloss und die großen Wanderwege hier bei uns. Ich habe in der Corona-Zeit sehr stark mitgekriegt, dass halt viele Leute aus Halle und aus der Umgebung gerade nach Besenstedt gekommen sind, weil wir hier viel Natur haben, viele Wanderwege und halt dieses Dorfleben, das ist das, was halt viele in der Stadt anzieht und wo sie sagen, okay, mal zum Sonntag rausfahren, einfach mal gucken mit der Familie raus und mal spazieren gehen. Und das geht bei uns halt wirklich sehr gut. Ja, und wenn dann halt noch ein Angebot geschafft wird für die Touristen, dann ist das, denke ich mal, eine gute Sache und würde noch mehr Leute hier anziehen. Zu DDR-Zeiten wurde später durch die große Wassernachfrage der neue Wasserturm mit einer Metallkugel auf der Spitze errichtet. Noch heute schmückt jedoch der alte Wasserturm das Wappen des Ortes und steht als Wahrzeichen von Besenstedt an vorderster Front. Ja, also ich habe einen großen Bezug zum Jugendclub in Besenstedt, weil wir bei uns im Jugendclub Besenstedt, der ist vor Jahren abgebrannt. Und danach haben wir, also meine Freunde und ich, wir haben uns dann alle organisiert und haben dann mit den Geldern der Gemeinde den Jugendclub wieder aufgebaut. Und von daher habe ich einen sehr engen Bezug damit und wir haben ziemlich viel Schweiß und Blut mit reingesteckt. Und ja, dadurch bin ich immer noch dabei und pflege ihn mit meinen Freunden und wir machen viel drin und ab und zu wird auch mal eine kleine Feier gefeiert. Ja, gerade für weitere Projekte gibt es halt noch viel zu machen. Wir haben erst letztens wurde eine Kurve freigelegt von 1800. Da könnte man drüber auch sowas Ähnliches machen. Da wurde ich dann auch schon angefragt deswegen. Und ich denke, mit dem Kirchenverein in Verbindung zusammenzuarbeiten, wäre kein schlechtes Thema. Und da wird auf jeden Fall noch weitere Projekte in Angriff genommen. Ja, also wie gesagt, ich kann halt nur noch sagen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und für die ganzen Kumpels und Vereine, die mich unterstützt haben. Gerade auch der Bürgermeister und der Ortschaftsrat, die natürlich finanziell das Ganze unterstützt haben. Ansonsten wäre das alles nicht möglich gewesen.